sitzt gerade an deinem Businessplan, an dem Textteil und überlegst, was reingehört, was nicht reingehört, wie man was formuliert. Nun, dann kriegst du heute einen wichtigen Baustein mit, der auf jeden Fall bei allen Plänen, egal ob bei Bank, Arbeitsamt, Jobcenter, Investoren, enthalten sein sollte. Da geht es nämlich um deine Würdigkeit. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, für Finanzierung, für Geschäftsentwicklung. Und wir begleiten jedes Jahr eine ganze Reihe von Menschen dabei, ihren Businessplan so zu schreiben, dass er bei der Bank, beim Jobcenter, bei der Agentur für Arbeit oder bei Investoren auch durchkommt. Und einer der Hauptgründe, weshalb diese abgelehnt werden, weshalb Investoren oder Banken nicht zusagen, das hat was mit der Kreditwürdigkeit zu tun. Nun, was bedeutet es nun, würdig zu sein oder kreditwürdig zu sein? Nun, stell dir einfach mal vor, du bist Inhaber einer Reederei, eines Yacht-Charter-Clubs und du hast eine große 15-Meter-Yacht und dann kommt dann ein Kunde zu dir und sagt, ja, ich möchte deine große 15-Meter-Yacht mit Klimaanlage und GPS und allem drum und dran gerne mieten und legt dir ein Seemeilenhandbuch vor, wo 10 Seemeilen auf der Havel auf dem städtischen Fluss oder See hinter sich gebracht hat. Meine Frage an dich: Würdest du als Inhaber dieses Yachtclubs, dieser Agentur für Yachten, diese Yacht dem Kunden vermieten? Nun, ich glaube kaum. Du wirst wahrscheinlich eher sagen, also 300 Seemeilen oder 3000 Seemeilen oder 30.000 Seemeilen in dem Nachweishandbuch, diesem Seemeilenhandbuch, das wäre gut als Voraussetzung, dass du dein teures, millionenschweres Boot dann an jemand anderen auch vermietest. Und genau so lesen auch die Banken, genauso lesen die Investoren, die Geldgeber deine Pläne. Sie wollen wissen, ob du eine Persönlichkeit bist, die schon ein volles Seemeilenhandbuch hat. Was bedeutet das also, dass du bei der Formulierung der Beschreibung deiner Person, deines Teams, deiner Vergangenheit besonders den Fokus darauf legst, dass du deine Praxis, deine Feldkompetenz, deine fachlichen Erfahrungen, deine Branchenerfahrung nachweisen kannst? Dass also klar wird in deinem Lebenslauf, dass all diese Argumente, die du lieferst, dass du alles kannst, dass es auch ersichtlich wird in deinem Lebenslauf. Und wenn dein eigener Lebenslauf nicht passt, nun, dann ist es an deiner Aufgabe, dafür zu sorgen, ein Team zusammenzustellen, wo die Summe der Lebensläufe, die Summe der Kompetenzen gebündelt dann den Leser überzeugen und sagen, jawohl, diese Person oder dieses Team ist kreditwürdig. Es ist diesen Menschen zuzumuten, diese große Yacht als Kapitän mit vielen Offizieren auch zu führen und das Schiff kommt sicher zurück. So denkt auch die Bank, das Geld wird gegeben und das Geld kommt sicher wieder zurück. Also achte darauf, dass du alle wesentlichen Kompetenzen, die erforderlich sind für dein Geschäftsmodell, dass die abgebildet sind durch dich oder dein Team. Und da gibt es allgemeine Kompetenzen, so wie kaufmännische Kompetenzen, dass du weißt, was Buchhaltung ist, Kosten, Leistungsrechnung, Vorsteuer, dass du das Business-Thema abdecken kannst, das betriebswirtschaftliche Thema. Du brauchst aber auch jemand, der für Marketing, Sales verantwortlich ist. Du brauchst aber auch jemand, der für das Operative verantwortlich ist. Du brauchst jemand, der unternehmerisch auch die Führungsperson ist, wo man sagen kann, wow, das ist der Kapitän, der hat sein Team im Griff, komme, was da wolle an Menschen oder an Gegebenheiten. Das alles wird also im Bereich des Kompetenzprofils abgebildet, damit klar ist, dein Schiff kommt sicher in den Zielhafen. Weiterhin ist bei der Kreditwürdigkeit auch relevant die soziale Situation. Ich habe beispielsweise für einen Kunden leider eine Ablehnung von der Bank bekommen, obwohl die Bank eigentlich zugesagt hatte. Nur was dann herauskam, dass der Antragsteller in einer Scheidung lebt und dass Mann und Frau beide zusammen ein Haus haben, was auch finanziert worden ist. Und diese Finanzierung, die Eigentumsregelung für das Haus, war nicht abgeschlossen. Und dann kam es auch zur Ablehnung, genau wie die alleinerziehende Mutter eine Ablehnung bekommt, wenn für die drei Kinder zu Hause keine Versorgung geregelt ist. Besonders wichtig aber ist auch für den Leser, wie deine Vergangenheit abgelaufen ist, wie du die letzten drei Jahre deine Steuererklärung gemacht hast, ob die pünktlich waren oder verzögert waren, wie weit du mit den Krankenkassen kommuniziert und alles bezahlt hast und die Genossenschaften, wenn du schon Bestandsunternehmen hast. Und ganz klar auch gehört zur Kreditwürdigkeit dein Schufa-Score, der deutlich über 90% liegen sollte. Oder wenn du schon Bestandsunternehmen bist, sollte dein Kreditreform-Score unterhalb von 300 Punkten sein. Also denke mal daran, dass der Leser durch die Brille eines Yachtvermieters guckt und überlegt, kriege ich meine Millionenjacht zurück oder wird sie geschrottet? Und genauso sieht es auch der Banker, der sagt, kriege ich jetzt meine 100.000 Euro, 500.000 Euro wieder zurück oder wird sie geschrottet?
Das bedeutet, stelle dich in einem Licht dar, eines Skippers, eines Kapitäns, der kompetent, der erfahren ist, entweder alleine oder mit seinem Team durch Ergänzung dann überzeugt. Wenn du nun Unterstützung brauchst bei der Erstellung und Formulierung in deinem Businessplan, dann kannst du dazu auch Fördermittel nutzen oder du kannst zumindest als erstes einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne kannst du dort deine Fragen stellen. Wir helfen dir gerne und ich lade dich ein, nun den Kanal zu abonnieren oder uns weiterzuempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.